Aufstand in Alchimico-Staatsgefängnis. Angestellte und Sicherheitspersonal haben sich an den Umzäunungen zurückgezogen und warten dort auf militärische Unterstützung. Mehrere Mitarbeiter werden noch vermisst, darunter auch Geschäftsführer Charles Wallace. Der Aufstand brach los, nachdem mehrere hochrangige Richter im Gewahrsam genommen wurden, die gegen Bestechungsgelder schwere Gefängnisstrafen ausgesprochen haben sollen. Douglas Benedict, der Groß, der gerade eine lebenslängliche Straftat absitzt, soll der Rädelsführer unter dem Gewaltausbruch sein. Quellen zufolge wird die Situation dadurch noch angespannter, dass die Unterwelt kürzlich von mehreren Morden an hochrangigen Kriminellen erschüttert wurde. Darunter auch der letztmonatige Mordanschlag auf den Mafia-Boss Victor Palermo. Vor wenigen Minuten hat sich Bürgermeister Calvin Heller zur Lage geäußert. Allen, die unsere Reformbemühungen im Bereich des Strafvollzugs kritisieren, sollten sich dies als schreckliche Mahnung zu Herzen nehmen. Diese Männer bekommen Unterkunft und Essen angestellt. Sie haben das Privileg bezahlter Arbeit. Das ist ihr Dank an allen Steuerzahlern, die für ihr angenehmes Leben zahlen. Der Stellvertreter von Geschäftsführer Charles Wallace, der relativ neu auf diesem Gebiet ist, wurde mit der Wiederherstellung der Ordnung betreut. Es bleibt abzuwarten, ob sein Mangel an Erfahrung sich in dieser schwierigen Lage negativ auswirken wird. Oh shit. Diese Sache ist außer Kontrolle. Niemand ist zuständig. Wir haben mehrere Tote und verbliebene Wachen weigern sich, in die aufständischen Zellblöcke zu gehen. Wir mussten uns an die Erzäunungen zurückziehen. Machen Sie einen Plan und beenden Sie die Sache, bevor Sie uns völlig außer Hand gleiten. Die Bereitschaftspolizei wird in wenigen Minuten hier sein. Digga, dir ist bewusst, dass ich ein Architekt bin, oder? Benden Sie den Aufstand. Okay. Wie? Es gibt niemanden, der dies sagen hat. Sie müssen selbst herausfinden, was zu tun ist. Notdienst, Feuerwehr, Bereitschaftspolizei, Sanitäter. Oh, mehr Todesfälle. Was muss ich machen? Wachen? Brauche ich mehr Wachen? Nein. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Personal, Wachen. Jo. Oh. Die ersten Angehörigen der Eingriffsteams sind da. Das ist die Bereitschaftspolizei. Sie ist wesentlich schwerer bewaffnet. Schicken Sie die Jungs los, um die verlorenen Gefängnistrakt wieder zurückzunehmen. Wir haben auch ein paar Sanitäter aus einem der nahegelegenen Landeskrankenhäuser dabei. Mit denen sollten Sie Ihre Bereitschaftspolizei medizinisch versorgen, während Sie das Gefängnis zurückerobern. Alright. Wie viel haben wir? 6 davon. Ihr marschiert erstmal hier hin. So, was haben wir denn? Ach du Scheiße, hier brennt sogar. Dann, würde ich sagen, ihr geht erstmal hier hin. Hey, muss ich euch jetzt jedes Mal nochmal ausmelden? Ja. Kann ich dem hier auch irgendwie ein Hotkey zuordnen? Nee, wa? Geht mal hier hin. Du gehst mal bitte hier hin und kümmerst dich um die Leute. Machst du das? Ja, sehr gut.
So, als allererstes würde ich sagen, erhole ich das hier hinten zurück. Weil es brennt da hinten. Zurückerobern und dann hole ich die Feuerwehr. Wo ist denn ja der Eingang? Oh, der Eingang ist hier unten. Das heißt, ich brauche erst die Feuerwehr. Okay, Planänderung. Ihr geht mal hier hin. Und dann brauche ich Notdienst, Feuerwehr. 2. Hier hin. Und ihr kommt. Sind hier Eingänge hinten oder sind das Fenster? Ich sehe nicht, ob hier noch ein Eingang ist. Geht auch mal hier hin. So. Ihr drei hier hin und ihr hier. Auf geht's. Hey, was war das denn? Hallo? Das werden die immer wieder neu aus. Na los, kloppt ihn um. Du, dahin. Du, dahin. Wie sieht's hier aus? Du kannst gerne hier drüben weitermachen. Und ihr kommt hier hin. Und ihr geht mal langsam. Feuerwehr richten Schläuche auf jedes Feuer in der Nähe. Drückt mir A, um die Schläuche manuell auszurichten. Okay. Ich würde gerne, dass ihr hier reingeht. Weitere Bereitschaftspolizei ist eingetroffen. Sehr gut. Kann man eigentlich, wie kann ich denn eigentlich Pause machen? So. Wo ist hier noch Feuer? Ihr geht mal hier hin. Ihr scheint auch durch die Wände löschen zu können. Ihr dahin. Weitere Bereitschaftspolizei, ja. Dann möchte ich, dass ihr schon mal hier in die Richtung geht. Sind hier welche fertig? Ah, ihr ruht euch mal noch ein bisschen aus. Mal Sanitäter. Und ihr geht weiter. Alter, wieso springt der immer darüber? Okay, achso, wenn die in den Zellen sind, macht ihr nichts, wa? Du, geh mal auf ihn. Müsste nicht. Wo sind die anderen? Ach stimmt, die wollten ja nichts tun, wa? Oder seid ihr jetzt zurückgekommen hier? Sani? Geh du auch mal dahin. Könnt ihr kämpfen? Der Bürgermeister hat bewaffnete Polizeieinheiten aus der nahegelegenen Polizeiwache beschafft. Seien Sie vorsichtig mit diesen Kerlen. Wenn Sie ihnen freie Hand lassen, bekommen wir hier noch ein Blutbad. Andererseits könnte es auch sein, dass die Häftlinge sich ergeben, wenn sie angerückt sehen. Okay. Wissen hier jetzt, sind die hier mal fertig langsam? Kommt ihr langsam hier? Wo ist denn hier der Eingang? Wo ist jetzt eigentlich der Eingang? Ist das hier ein Eingang? Keine Ahnung. Kann ich euch nicht auswählen? So. Ach so, ich komme nicht rein, weil Aufstand.
Alter, was ist denn hier passiert? Fuck. Brauch mal einen Sunny. Alter. Die erobern hier alles zurück. Du bist bewusstlos. Ihr? Euch schicke ich jetzt hier hin. Jetzt haucht ihn um. Ja, müde bist du, kann ich verstehen. Ich vermute, ich spreche mit dem Stellvertreter des Geschäftsführers. Nee, eigentlich bin ich der Architekt. Wir befinden uns in äußerst komplizierter Lage und wir stehen alle unter immensen Druck. Ich möchte Ihnen meine volle Unterstützung versichern. Ich werde Ihnen sämtliche Ressourcen bereitstellen, die Sie benötigen. Wir haben einen Fuß in der Tür bekommen und einen Teil des Gefängnisses zurückbekommen. Und die Zahl der Toten ist bisher vollkommen vertretbar. Aber bevor Sie weitermachen und den Rest des Gefängnisses einnehmen, sollten Sie die Trakte sichern, die Sie bereits zurückerobert haben. Stellen Sie ein paar Wachen ein und teilen Sie sie über den Einsatzbildschirm des zurückeroberten Sektors zu. Sie werden dafür sorgen, dass die Trakte in unserer Hand bleiben. Danach stoßen Sie in die restliche Zone vor und erledigen Sie die Monster. Diese Tiere sind nicht realisierbar und verhandeln kann man mit ihnen auch nicht. Ich bin gerade dabei, eine bewaffnete Eingriffstruppe zu bewilligen, die sich Sache der schnellen Ende bereitet. Okay. Hinten ist noch ein Feuer. So, wie sieht's denn hier aus? Ist jetzt hier ein Sanitäter? Nein. Ich möchte, dass ihr erstmal hier hingeht. Und den Raum sichert. Okay. Und jetzt hier hingeht. Nein. Hier hingeht. Shit. Sanitäter. Ja. Im ganzen Gefängnis gibt es Verwundete und es wird zweifellos noch mehr geben. Sie können sie nicht einfach verbluten lassen. Bauen Sie irgendwo auf dem Gelände eine Krankenstation und stellen Sie Ärzte ein, die Verwundeten versorgen. Einige Tote hat es auch gegeben, um ihre Würde will. Über ihre Würde willen müssen wir eine Leichenhalle bauen und damit anfangen, sie einzusammeln. Sie müssen für die Bauarbeiten Arbeiten einstellen. Sorgen Sie für Ihre Sicherheit. Alter, was ist denn noch alles? Ich habe gerade mal ein Gebäude befreit hier. Chillt mal. So, Polizei ist fertig. Ihr könnt abziehen. Was denn jetzt? Der Hauptteil der Verstärkung ist eingetroffen. Sie haben jetzt über die Werkzeugleiste Notdienstzugriff auf so viele Truppen, Bereitschaftswagen und Sanitäter, wie sie brauchen. Ja, super. Aufgepasst, wir haben euren Boss.
Und so läuft das hier. Ich frage, ihr liefert. Wenn es Probleme gibt, ihr irgendjemand hier reinschickt oder wenn ich auch nur ein Bollen rieche, kriegt ihr eine Kugel in den Schädel. Wir wollen ein Zivilfahrzeug mit geschwärzten Scheiben, voller Tank. Eine Stunde. Ich melde mich. Das geht so gar nicht. Wir müssen sehen, was in der Kantine los ist, um uns einen Einblick zu verschaffen. Nördlich der Kantine gibt es einen kleinen Sicherheitsraum, den brauchen wir. Setzen Sie dort eine Wache ein, um die Videoüberwachung zu bemannen. Dann können wir den ganzen Zellblock beobachten. Okay. Warte. Blockiert. Sehen wir uns mal die Geiselsituation an. Letzte Chance, hier rauszukommen. Boss, schon mal Roulette mit zwei Kugeln gespielt? Zwei Kugeln, vier leere Kammern. Haben wir früher mit Hasen gespielt? Dann flog immer gleich der ganze Kopf weg. Aber mit dir geht's auch. Fangen wir mit einer einfachen Frage an. Was hast du in dem Büro gesucht? Ich schwöre, ich weiß von nichts. Ich kenne mein Spiegelbild gut genug, um zu wissen, wenn sich einer die Finger schmutzig macht. Also gut, wer ist zuerst dran? Du? Ich? Wie wär's mit dem Kerl da? Was weißt du? Genau wie ein Hase. Was stand da in dieser Datei? Ich schwöre, ich weiß es nicht. Gleich ist deine Glückssträhne zu Ende. Nur noch eine Kugel. Und ich weiß, was ich gesehen habe. Wollte meinen Augen nicht trauen. Der große Boss höchstpersönlich hier in meinem Knast, schuldig aussehend, wie nur irgendwas. Ich schätze, da war doch noch mehr in dieser Datei. Also nur mein Vorstrafsregister. Bitte, bitte nicht. Die Chancen werden schlechter, Wallace. Pass auf, ich mach's hier einfach. Okay, Schluss mit dem Scheiß. Du bist als nächstes dran, Arschloch. Es sei denn, du sagst mir sofort, was du weißt. Ich kann nicht, bitte. Okay, bitte, bitte, nicht schießen. Es ging um Geld. Es ging nur um Geld. Das ist es?
Ihr seid wertvolle Ware. Je länger ihr hier einsitzt, desto größer unser Gewinn. Wir haben die Regeln nur ein bisschen gebeugt. Diese Datei war der Beweis. Und was sind wir hier wert? Was kriegt ihr dafür, dass ihr uns hier schmoren lasst? $73.000 pro Jahr. Für jeden? Du Wichser! Zeit, dass du deine Schulden zurückzahlst. Okay. Erstmal. Wenn ich einen Revolver richtig verstehe, wird doch immer jede Kammer nacheinander gemacht, abgeschossen, oder? Wenn die erste Kugel eine der scharfen Kugeln waren, sind dann automatisch die nächsten beiden Schüsse frei, oder? Also wusste er doch, dass er nicht... Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns kurz mal gucken. Ich brauche einen Satz. Eine Wache, die hier hingeht. Ich brauche Personal. Ich brauche Arbeiter. Die stellen wir mal hier hin. Ich brauche ein Fundament. Oder? Ja. Wo brauche ich denn das? Ich baue das hier hin. Gebäude bemauert. So. Dann brauche ich... Genau. Notdienst. Mehr Sanitäter. Kommt ihr jetzt mittlerweile hier mal rein? Hier ist der Eingang oder was? Hier dürfte eigentlich keiner mehr drinne sein. Das ist komplett abgebrannt. Wo seid ihr? Hier. So, fertig. Warte. Da. Nicht ganz. So, hier ist dann auch befreit, würde ich sagen. Fuck, Alter. Ich brauche mal irgendwie so eine Wache. Hier, du. Geh mal bitte hier hin. Du, geh mal bitte hier hin. Du auch. So, Mädels, ihr. Wo ist denn der Rest? What? Die sind alle gestorben? Was ist denn hier passiert? Ach, die hatten Waffen. Oh, Scheiße. Ups. das war so nicht geplant. Ich bräuchte mal eine neue Kampftruppe. So. Weisen die den zurückeroberten Zonen zu.
will jetzt meinen Wagen, Wallace. Kommt mit. Oh, Entschuldigung. Ich will jetzt meinen Wagen. Wallace kommt mit. Wenn uns jemand folgt, können wir seine Gliedmaßen von der Straße kratzen. Das reicht. Wir müssen diese Sache beenden. Das Team ist in Stellung. Keiner von uns kommt hier jemals raus. Sie wollen nicht... Wovon sprichst du? Ich habe es wegen des Geldes getan, aber er hat es für die politische Vorteile getan. Je höher das Strafmaß, desto mehr Stimmen hat er bekommen. Von wem zur Hölle redest du? Vom Bürgermeister Heller. Das war sein Plan. Ich habe nur das Getriebe geölt. Dieser Datei war der Beweis, der seine Karriere zerstören könnte. Du verarschst mich. Was zur Hölle? Sie kommen. Macht euch bereit. Ich habe euch verdammt nochmal gewarnt. Die Anstalt ist unter Kontrolle und die Aufständischen werden überwältigt. Es hätte leicht viel schlimmer ausgehen können. Uns steht einiges an Aufräumarbeiten bevor. Wenn Sie Zeit haben, würde ich mich sehr über Ihre Hilfe freuen. Wir haben keine Bauunternehmen auf dem Gelände. Als erstes müssen Sie also ein paar neue Arbeiter einstellen, die hier alles reparieren. Ich war schon immer der Meinung, dass die Sicherheitsmaßnahmen hier viel zu lasch sind. Die Hälfte wurde viel zu lange und an der Leine gehalten. Häftlinge, damit ist jetzt Schluss. Ich möchte, dass sie uns eine neue Waffenkammer bauen und den bewaffneten Wachen in die Schlüsselpositionen im gesamten Gefängnis verteilen. Ihr Anblick wird die Häftlinge bändigen und sie werden es sich zweimal überlegen, nochmal so einen Ärger zu machen. Ich bewillige außerdem die Mittel oben. Panzerwesten an alle Wachen auf dem Gelände auszugeben. Unsere Männer müssen sich selbst verteidigen können. Da wären noch ein paar andere Sachen, die erledigt werden müssen. Es gibt viele Häftlinge, denen die Falschheit ihres Handels vor Augen geführt werden muss. Bauen Sie eine neue Isolationstrakt. Unsere Wachen werden die Häftlinge je nach Bedarf in die Isolierhaft bringen. Dort haben Sie Gelegenheit, über die Missetate nachzudenken. Und außerdem wird ihnen vor Augen geführt, wer hier das Sagen hat. Es gibt hier jede Menge zu tun. Wir sind für ihre Hilfe sehr dankbar. Wenn Sie denken, Sie haben Ihre Aufgaben erledigt und möchten gerne fortfahren, klicken Sie auf das Polaroid am Eingangstor. Ja, doch. Ich glaube, ich bin fertig.